Ich habe nicht viel Ahnung vom Angeln, aber ich kann ja mal mein Glück versuchen. Angler Level 0. Wie vermutet, nichts. Allerdings, irgendwie habe ich das Gefühl, als wüsste ich nun etwas besser, was ich tue. Angler-Level auf 1 gestiegen. Oh Gott. Das kann jetzt dauern. Ich schätze, dass ich einfach so lange üben kann, bis ich gut genug bin. Das ist lange Level 2 sein. Oder aber ich versuche eine Abkürzung, indem ich woanders mehr über das Angeln lerne. Okay. Da war doch gerade was. Ah ja, hier, betrachte Torzentrum. Dort geht es hinauf zum Thronsaal. Mutter wird mit eiserner Disziplin die Staatsgeschäfte lenken, während Papa an den Lebensbaum gelehnt dasitzt und nachdenkt. Oder schläft. Dort oben entspringt der Quellbach. Hier ist er noch klein, aber er wird zum größten und wichtigsten Fluss im Waldlandreich. Okay, gut. Kann ich jetzt das Buch lesen? Nein, solange ich nicht etwas mehr Erfahrung im Angeln habe, nützt mir das Buch nichts. Kann ich das Pflanzenbuch lesen jetzt? Vielleicht kann ich Arbor bei seinem Problem mit dieser Blume helfen. Mal sehen. Liebes Nilien, lies den Eintrag über magische Bohnen. Riesenbohnen, umgangssprachlich auch magische Bohnen, sind sehr selten. Sie sind die am schnellsten wachsende bekannte Pflanzenart. Aufgrund der hohen Kosten für die Bohnen werden sie fast nur im militärischen Bereich eingesetzt. Zum Beispiel bei der Erstürmung hoher Burgmauern. Check und die Bohnenranke, okay. Lies den Eintrag über Killertomaten. Killertomaten gehören zu den hinterhältigsten fleischfressenden Pflanzen. Als Tomaten getarnt, lauern sie in Kleingartengebieten auf wehrlose Gemüsefreunde. Gab's da nicht mal einen Film? Killertomaten? Irgendwas in die Richtung? Zornbaum. Der Zornbaum trägt mehrfach im Jahr Früchte. Die Früchte des Zorns sind übelgelaunte Kreaturen, die ganze Landstriche in Schutt und Asche legen können. Es erinnert mich an Plants vs. Zombies, und zwar diese... Was sind das? Das sind keine Auberginen, aber sowas in die Richtung, halt in grün. Und die stampfen auf das nächste Ziel, das kommt. Guck auch immer so säuerlich. Magnolien aus Stahl sehen aus wie normale Magnolien, gehören aber zu den härtesten Pflanzen der Welt. Sie können durch schicksalhafte Frauengeschichten aufgeweicht und anschließend gepflückt werden. Durch schicksalhafte Frauengeschichten, okay. Wachpflanzen. Wachpflanzen, Vigilia audriensis, gehören zu den ältesten domestizierten Pflanzen der Menschen. Sie wurden vor allem in Zeiten von Lebensmittelknappheit geschätzt, da sie weniger Nahrung benötigen als zum Beispiel Hunde, können in Ausnahmefällen ungesunden Blutdurst entwickeln, beeindruckende Singstimme. Plants vs. Zombies? Mhm. Intelligente Apfelbäume. Holz von intelligenten Apfelbäumen wird häufig für ebenso intelligente wie formschöne Wohnaccessoires aller Art eingesetzt. Botaniker hielten es lange für möglich, dass es auch andere intelligente Obstsorten geben könnte. Die Suche danach blieb jedoch erfolglos. Okay. Alraunen. Alraunen dürfen nur von erfahrenen Gärtnern angebaut werden. Der Schrei einer Babyalraune kann Menschen im Umkreis von 20 Metern töten. Harry Potter lässt grüßen. Und dann die Liebeslilie. Liebeslilie. Die Liebeslilie geht früh in ihrem Leben eine dauerhafte Beziehung mit einer anderen Pflanze ein, die häufig ein Leben lang hält. Stirbt die Partnerpflanze, überlebt die Liebeslilie die Trennung normalerweise nicht. Diese Pflanze erinnert an die, mit der Arbor gerade Probleme hat. Okay. Also brauchen wir einen, Umblättern kannst du nicht, ne? Schade.
Na dann. Können ja mal den Metusstrauch angucken. Das ist ein Metusstrauch. Genau, was ich brauche. Nur sind seine Früchte rot und nicht grün. Laut Arbor werden die Früchte des Strauchs grün und sauer, wenn er ängstlich ist oder sich bedroht fühlt. Kann ich dich mit dem Stock prügeln? Ah, klar. Pusten. Hätte der Busch ein Herz, es hätte für ein paar Schläge ausgesetzt. Na dann, nimm mal mit. Danke. Tada! So, jetzt sprechen wir mit Arbor. Hallo, Arbor. Oh, Ivo. Ich habe in einem Buch in der Bibliothek etwas über deine Patientin gelesen. Ich glaube, ich kenne den Namen deiner Patientin. Liebeslilie. Sonderlich verliebt sieht sie nicht aus. Das ist genau der Punkt. Liebeslilien gehen eine lebenslange Partnerschaft mit einer anderen Pflanze ein. Und wenn sie getrennt werden... Dann lassen sie die Köpfe hängen. Schöne Theorie. Aber die Feen kennen sich mit Pflanzen aus. Sie hätten uns nie eine Liebeslilie ohne ihren Partner geschenkt. Kannst du mir beibringen, wie man angelt? Du verstehst doch bestimmt eine Menge vom Angeln. Kannst du es mir beibringen? Klar. Du musst die Angel ins Wasser werfen und warten. So viel wusste ich auch schon. Aber ist das alles? Im Prinzip schon. Ist alles eine Frage von Wahrscheinlichkeiten. Beißt ein Fisch an oder beißt er nicht an? Verstehst du? Mit einem guten Köder, einem Blinker und solchen Sachen lässt sich die Wahrscheinlichkeit natürlich steigern. Ansonsten heißt es üben, üben, üben. Anglerlevel auf 12 angestiegen. Okay. Bis später. Bis später, Arbor. Ich glaube, ich weiß, wo die Partnerpflanze ist. In unserem Zimmer. Kannst du rennen, Ivo? Nein, kannst du nicht. Schade. Hier, betrachte die Blume. Diese Blume wurde uns auch von den Feen geschenkt, genau wie die Liebeslilie unten im Garten. Ich möchte wetten, die beiden gehören zusammen. Halt, warte, geh nochmal hoch. Und jetzt geh an dein Schmuckkästchen, weil du brauchst ja was, du brauchst einen Blinker. Diese Ohrringe hier. Die glitzern und blinken im Sonnenlicht. Das könnte nützlich sein. Gut. Dann geben wir... Schau mal, kennst du diese Blume? Ah! 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 Das hast du gut gemacht, Mädchen. Ja, scheint so. Was ist das denn? Heulst du? Nein. Ja? Ich weiß auch nicht. Ach, wie auch immer. Ich habe mir auf jeden Fall erstmal eine Pause verdient. Was? Du hast doch gar nichts gemacht. Der Rauch. Na klar. Betrachte das Bienennest. Der Rauch aus der Pfeife scheint die Bienen beruhigt zu haben. Sie laufen nur noch träge über das Nest. Der Rauch aus der Pfeife... Nein. Der Rauch aus Arbors Pfeife scheint die Bienen zu beruhigen. Das ist meine Chance. Hey, sonst geht's noch? Sorry, musste sein. Ich kann diese Zerstörung der Natur nicht gutheißen. Außer ich krieg die Hälfte vom Honig. Mehr brauche ich nicht.
Der Rest ist für dich. Oh, das ist das gute Zeug. Aber das muss reichen. Die Bienen brauchen auch noch was. Okay, betrachte die glückliche Blume. Einfach schön. Zwei Pflanzen, die sich gefunden haben und den Rest ihres Lebens gemeinsam verbringen wollen. Wie süß. Das ist Abos kleiner Spaten. Er lässt seinen Kram ständig überall im Garten herumstehen, was Mutter natürlich wahnsinnig macht. Nimm mit. Okay, und dann verbinden wir noch die Ohrringe mit der Angel. Das sieht vielversprechend aus. Und dann schauen wir mal, ob wir damit angeln können. Na endlich! Damit kann ich den roten Hering von meiner Liste streichen. Angel Level auf 13 gestiegen. So geil. Okay, kannst du das jetzt? Nee. Ivo, ich habe hier hingeklickt. Manchmal, weiß ich nicht, manchmal klickt man irgendwo hin und sie dreht sich dann im Kreis und so. Warte mal, ich kann hier noch, betrachte den Stein. Ein handlicher, glatter Stein. Abos Hirtenhund. Oh, nimm mit. Der Topf von Arbor. Ganz wörtlich. Nimm einige Regenwürmer. Ich werde doch nicht... Es ist nur Erde. Ich sollte Mutter davon berichten, wie ihre Tochter hier in der... Naja, sie wäre begeistert. Nicht wirklich. Okay, betrachte die flache Schale. Mutter gießt Wasser aus verschiedenen Karaffen in die Schale, um den Spiegel zu beschwören. Seit der Spiegel vor einigen Monaten bei der Antwort zum ersten Mal kurz zögerte, benutzt sie ihn viel seltener. Hm. Warte, warte, wir brauchen noch Wasser, warte. Nimmst du jetzt vielleicht die Karaffe mit? Ja. Wasser ist die am einfachsten zu besorgende Zutat. Davon haben wir hier im Überfluss. Ah, gieße Wasser in die Schale. Das sollte reichen. Das Medizinbuch meinte, es müsse ein dickflüssiger Trank sein. So, dann den Hering da rein. Danke für dein Opfer, kleiner Fisch. Den Honig? Ungefähr ein Löffel Honig. Und die grüne Metusfrucht. Wow, man kann riechen, wie sauer die Frucht ist. Und dann nehmen wir den Stein und machen das matschig. Hm. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier im Elfenhain nie etwas Ekelerregenderes zusammengemixt wurde. Wow, ich hoffe, das ist ein Scherz. Okay. Dann reden wir mal mit dem Medizinbuch. Hi. Na, wo drückt denn der Schuh? Der Trank ist fertig, aber wartest doch nicht wirklich, dass ich das trinke. Der Trank ist fertig. Aber du erwartest doch hoffentlich nicht ernsthaft, dass ich das trinke. Du musst. Cheap, es tut mir... Ja, ich weiß, aber... Das ist, Medizin. Naja, ich hab dir doch gesagt, dass ich mich nicht gut fühle. Und das Medizinbuch hier meint, es könne etwas Ernstes sein. Sie muss es trinken. Eine saure Metusfrucht, süßer Honig und salziger Fisch.
Das sollte Klarheit bringen.